3, 2, 1, 0. Startschuss für eine neue Internetseite. Jetzt ist die Plattform Hannover Machen offiziell freigeschaltet. Initiiert vom Bürgerbüro Stadtentwicklung. Hannover Machen ist die neue lokale Crowdfunding-Plattform für gemeinwohlorientierte Projekte. Alle Hannoveraner haben ab sofort die Möglichkeit, Projekte hier prominent zu präsentieren und Unterstützung und Unterstützer einzuwerben für ihre Ideen. Das funktioniert so. Auf der Homepage präsentieren engagierte Hannoveraner ihre Projekte. Besucher der Seite können die Projekte unterstützen, zum Beispiel mit Geld. 4 Projekte sind schon am Start, zum Beispiel das Platzstar-Projekt von Oliver Thiele. Er und seine Mitstreiter wollen öffentliche Räume zurückerobern, zum Beispiel für Kinder oder Senioren. Dafür brauchen sie etwas Startkapital. Mein Projekt ist Platzstar und es handelt davon, dass wir öffentliche Räume bespielen. Und wir haben in einem Stadtteil begonnen, haben den Lindner Marktplatz bespielt, 3-mal das ganze Jahr über. Und sind jetzt eigentlich so weit, dass wir uns gerne etwas breiter aufstellen würden und auch gerne mehr Mitstreiter bekommen möchten und auch stadtweit eigentlich. Um aufgenommen zu werden, muss ein Projekt dem Gemeinwohl dienen. Das Projekt Hannover baut um, dokumentiert Baustellen in Hannover, damit die Bürger wissen, was in ihrer Stadt passiert. Die Upcycling-Börse gibt Abfall eine zweite Chance, zum Beispiel als Tasche. Auf der Plattform können die Projekte nicht nur Geld sammeln, sondern auch nach Unterstützern suchen. So wie Stefanie Holm mit ihrem Projekt A Little Help from My Friends. Das Projekt ist ein Projekt für Hannoveraner, die mehr oder weniger unverschuldet in Not geraten sind und wo bestehende soziale Strukturen nicht greifen. Und was ich suche, sind im Grunde genommen jetzt, um das Ganze wachsen zu lassen, Leute, die mir mehr Strukturen geben. Leute, die zum Beispiel die Homepage verbessern oder Leute, die mich mit den sozialen Medien vernetzen und Leute, die mir beim Marketing helfen. Der Startschuss zum Vernetzen mit der Plattform Hannover Machen ist getan. Jetzt liegt es an den Hannoveranern, etwas daraus zu machen.